Ja, ich darf euch begrüßen zum Abschluss des Fußballjahres mit den beiden Länderspielen gegen Portugal und Luxemburg und der traditionellen Bekanntgabe der Kader. René Paulitsch ist wieder hier, Sportdirektor vom LV und Nationaltrainer Konrad Fünfstück. René Paulitsch, 4 Wochen sind schon wieder vergangen seit der letzten Week of Football. Kannst du uns berichten, was zwischenzeitlich geschehen ist, was passiert ist? Willkommen von meiner Seite zur Pressekonferenz vor der letzten Week of Football in der laufenden EM-Qualifikation. Fast Mitte November. Letzte Woche steht vor der Tür. Sieht man wohl, wie schnell ein Fußballjahr bei uns vergeht. Ist wirklich oft unglaublich. Ich kann mich noch genau erinnern, wie wir Ende Mai, Anfang Juni hier gesessen sind und unseren neuen Nationaltrainer vorgestellt haben. Wie er euch praktisch seine Vision, seine Vorstellung vom Fußball dargelegt hat. Wie er gesagt hat, wo er hin möchte mit uns allen. Und nur 3 Zusammenzüge später muss ich einfach sagen, es ist schon sehr viel umgesetzt worden. Er hat der Mannschaft eine neue DNA eingeimpft. Die Mannschaft steht mit einer riesen Mentalität am Platz, hat immer einen genauen Plan, was wir am Platz machen müssen und setzen das wirklich 100% um. Ich gehe so weit, dass ich sage, es macht richtig Spaß, wieder der Nationalmannschaft bei den Spielen zuzusehen. Also es ist wirklich ein Riesenschritt vorangegangen und jetzt stehen wir vor der letzten Week of Football mit 2 schweren Aufgaben. Ihr wisst selber, wie das ist. Im Fußball kann man viel reden und viel schön reden. Und ja, man kann immer sagen, man spielt gut, man kämpft gut, aber man hat keine Punkte. Und die Quintessenz ist immer, dass man sagt, das Ziel ist auch, in was Zählbares umzusetzen. Das heißt, einen Punkt zu machen. Und für dieses Vorhaben, das haben wir natürlich auch immer bei jedem Spiel, vor jedem Spiel, haben wir noch den November vor uns und 2 Spiele vor der Tür. Wenn ich jetzt ehrlich bin, sage ich, die 2 Spiele, Portugal und Luxemburg im ersten Spiel, wird es wahrscheinlich schwer werden, dieses Vorhaben umzusetzen. Ich glaube, da braucht es eine Leistung wie in Portugal, dass die Mannschaft über sich hinaus wächst, um wirklich ein gutes Resultat auf dem Platz zu bekommen, ein ehrenvolles Resultat auf dem Platz zu bekommen und das Ziel umzusetzen, auch sich in die Liste, in die Tabelle mit einem Punkt einzutragen, wird wahrscheinlich eher gegen Luxemburg dann im Fokus stehen. Das heißt für uns eigentlich das wichtigere Spiel. Das erste Spiel ist natürlich ein Highlight für alle, gegen die beste Mannschaft von Europa, ich sage sogar wahrscheinlich der Welt, derzeit im eigenen Stadion vor vollem Haus spielen zu dürfen, wird eine Riesenehre sein für uns alle. Aber der Fokus ist sicher, das zweite Spiel auch was Zählbares mitzunehmen aus dieser Qualifikation. In Luxemburg ist uns schon gelungen, eine Halbzeit zu Null zu spielen. Und man hat dort schon, in der ersten Week war das, die Handschrift von Konrad wirklich gesehen, wie er die Mannschaft einstellt, wie er sie auf dem Platz praktisch einen Plan mitgibt, den sie einfach und klar umsetzen können. Wie wir das vorhaben, jetzt angehen, in der letzten Week of Football noch was Tätbares mitzunehmen, welcher Kader dafür zur Verfügung steht, wird euch jetzt der Konrad näher bringen. Ja, Konrad, Stichwort an dich. Die René hat es angesprochen, die Handschrift von dir und dazu gehört auch, dass immer wieder neue Spieler jetzt dazugekommen sind in diesen 4 Week of Football, also in diesen 3, die du schon hinter dir hast und auch einige Rückkehrer dabei sind. Ich gehe davon aus, da ist eine Strategie dahinter, ein Konzept dahinter. Ja, von meiner Seite erstmal schönen guten Morgen zur abschließenden Pressekonferenz für die Europameisterschaftsqualifikation hier in Liechtenstein. Du hast es richtig angesprochen. Wir haben eine Idee hier, was wir machen wollen in dem Land, wie wir Fußball spielen wollen, wie wir eine Mannschaft entwickeln wollen, wie wir einen Fußballverband entwickeln wollen. Das ist ein konzeptioneller Ansatz, den wir hier haben. Wir wollen schon versuchen, Stück für Stück die Mannschaft umzubauen. Ich denke, ihr habt in den letzten Kaderzusammenzügen für die Weeks of Football gesehen, wir haben wirklich den Fokus auf jeden Spieler hier im Land, egal von welcher Liga, haben ein gewisses Positionsprofil, haben eine gewisse Spielidee und arbeiten einfach strikt nach der und überlegen uns einfach, wer kann uns diese Spielidee am besten umsetzen. Und ich glaube, was entscheidend dabei ist, ist aber, dass wir hier nicht nur sogenannte One-Hit-Wonders produzieren und immer wieder mal einen Spieler mitnehmen und dann wieder sein lassen, sondern ich glaube,
wer sich die Kaderzusammenzüge anguckt, sieht, dass wir eben schon mit Spielern eine gewisse Reise gehen wollen und mit denen auch was zusammen erleben wollen, mit denen auch zusammen was erarbeiten wollen, dann auch hinsichtlich des kommenden Fußballjahres. Das ist das eine. Der zweite Weg ist natürlich der, dass ich zu Beginn meiner Amtszeit hier gesagt habe, wir brauchen die besten Spieler hier im Land, die auch für die Nationalmannschaft spielen. Und deswegen ist es in der Tat so, dass wir uns wirklich auch um Spieler bemühen, die aus verschiedensten Gründen vielleicht in den letzten Jahren nicht mehr so zur Verfügung gestanden sind. Das ist auch ein Baustein. Und der dritte Baustein ist aber dann auch trotzdem die Spieler, die hier im Land und auch in den anderen Vereinen aktiv sind, genau zu bewerten, anzusehen, ihre individuelle Performance zu sehen, ihren individuellen Zustand zu betrachten, wo stehen sie momentan, was können sie leisten, was trauen wir ihnen jetzt zu dem aktuellen Zeitpunkt zu, die dann auch mitzunehmen auf der Reise. Und ich glaube, es ist einfach ganz, ganz wichtig, dass wir jeden Spieler hier als Projekt ansehen und überlegen, wie können wir dem seine Potenziale freisetzen. Denn es ist nun mal so, wir sind ein sehr kleines Land, wir haben jetzt nicht die Riesenauswahl an Spielern, jetzt wie vielleicht die anderen, und trotzdem haben wir immer noch genügend Fußballer, die bei uns entweder im LFV in der Akademie spielen oder aber auch schon in den letzten Jahren daraus entwachsen sind und jetzt eben auch schon ihre Erfahrungen gesammelt haben im A-Nationalmannschaftsteam. Und denen wollen wir hier versuchen, Hilfestellungen zu geben. Das ist so die Strategie, das ist der Ansatz. Und ich betone aber auch nochmal, dass das noch längst nicht abgeschlossen ist. Also es sind sicherlich auch noch immer Spieler in der Warteliste, wo wir ein sogenanntes Perspektivteam jetzt gebildet haben, mit denen wir gut arbeiten werden. Es sind aber auch immer noch Spieler hier im Fokus, die jetzt vielleicht bei dem Zusammenzug nicht dabei waren, die jetzt eben vielleicht aufgrund von einer akuten Verletzung, aufgrund von einer persönlichen Situation jetzt auch noch nicht dabei sind, für die Tür aber trotzdem auf ist. Derzeit haben wir den festen Kader für die A-Nationalmannschaft, mit denen ich mich beschäftige, von 37 Spielern. 37 Spieler, die hier in engerer Auswahl stehen für uns, für das Team der A-Nationalmannschaft. Und das sind diese Spieler, mit denen wir wirklich intensiv versuchen, etwas zu realisieren. Ja, danke. Dann würde ich sagen, das Aufgebot für diese Week of Football wird mit Sicherheit unter diesen Aspekten zu betrachten sein. Darf ich gerne einladen, das jetzt näher vorzustellen? Ja, lass uns zum eigentlichen Punkt der heutigen Pressekonferenz kommen, der Nominierung des Kaders für die letzten beiden Spiele. Wir beginnen mit der Position des Torhüters. Torhüterposition ist bei uns so bestückt, dass wir mit unserem Mannschaftskapitän Benjamin Büchel als Nummer 1 beginnen werden. Benjamin, der hier einfach ja auch sein Fußballjahr in der Nationalmannschaft jetzt hier zum Guten bringen wird, der einfach auch in den letzten Spielen sehr gute Leistungen gebracht hat. In Vaduz der absolute Anker ist und Leader und Führungsspieler. Und deswegen werden wir hier mit Benny beginnen. Ihm zur Seite stehen in der Torhütergruppe eben der Justin Ospild, der beim FSV Frankfurt ja bekanntlich aktiv ist, und Gabriel Fosa. Die Abwehr wird von uns angetrieben von Spielern, die ja zum Teil eine individuelle schwierige Situation auch durchleben in den letzten Wochen, denen wir aber trotzdem zutrauen, perspektivisch einen guten Weg gehen zu können, aber auch von Spielern, die wirklich eine gute Hinrunde gespielt haben. Deswegen möchten wir den Kader für die Abwehr kurz Ihnen nennen. Wir spielen in der Abwehr mit Sandro Wiesa vom FC Vaduz. Wir haben Lars Traber vom FC Vaduz, der ja jetzt Gott sei Dank rechtzeitig zur Vigo Football wieder einsatzfähig ist. Wir hoffen, dass er heute Abend in Sion zurückkehren wird auf das Feld, der eine wichtige Säule ist für unsere Mannschaft. Wir werden mit Martin Maxer, Andreas Malin spielen, freuen uns auch außerordentlich, dass Jens Hofer uns wieder zur Verfügung steht. Jens, der auch momentan in Kanada sehr gute Erfahrungen macht, wirklich da auch in richtig guter Form ist, gut spielt, was wir hier für Feedback bekommen. Und freuen uns, dass Jens die Reise da eben aus Kanada antreten wird und das Team der Abwehr komplementieren wird, Niklas Beck.
So, dann gehen wir über in das Mittelfeld. Im Mittelfeld bei uns freuen wir uns für die diesjährige letzten beiden Spiele, euch mitteilen zu können, dass wir auch in dem Zusammenzug mit Marcel Büchel im Mittelfeld spielen können. Marcel, der die letzten Wochen wirklich auch extrem viel investiert hat, viel gearbeitet hat bei uns im LFV, aber auch für sich in Italien mit seinem Team, die ihn da vorbereiten werden. Marcel, glaube ich, der auch in der letzten League of Football schon gezeigt hat, warum er hier eben auch ein Anker ist für die Mannschaft, den arrivierten Führungsspielern, die wir haben, hier auch helfen kann. Das ist, glaube ich, für uns eine gute, positive Nachricht. Mittelfeld weiterhin nominiert für uns ist Maximilian Göppel, der, glaube ich, eine hervorragende Saison gespielt hat, bis jetzt beim USV Eschenmauren. Wir werden in dieser Mannschaft dazu haben den Nicola Kollmann, der in das Team kehren wird, der ja eine wirklich gute Saison hier spielt mit seinem Team. Freuen uns, dass er hier bei uns dabei ist. Wir werden ins Mittelfeld nominieren den Liam Granz, einen Debütanten, der auch hier mit seinem Team es verdient hat, dabei zu sein. Ich denke nochmal, es ist auch eine Belohnung für die beiden Spieler, Kollmann und Granz, die wirklich mit ihren beiden Clubs in ihren Ligen einen regelrechten Durchmarsch veranstalten. Das freut uns sehr. Simon Lüchinger vom FC Vaduz, der immer in den Spielen der Nationalmannschaft eine gute Partie bietet, sich hier auch zum Stammspieler, zum Leistungsträger entwickelt hat. Wir haben Livio Meier und André Netzer vom USV Eschenmauren dabei. Severin Schlegel, auch einen Youngster, der in der letzten Week of Football schon seine Einsätze gehabt hat und auch hier seinen Job gut erledigt hat. Wir freuen uns auch sehr, dass Aaron Seele wieder in der Leistung ist, die der gesamten Mannschaft sehr gut tut, der wirklich im Team der Nationalmannschaft wirklich auch den Achter so verkörpert, wie wir uns vorstellen, der das wirklich hervorragend spielt und auch rechtzeitig für diese Week of Football fertig und fix und auch wieder einsatzfähig ist Sandro Wolfinger. Sandro hatte ja im letzten Spiel eine schwere Verletzung davon getragen bei seinem Club, war nicht so einfach, hat jetzt trotzdem mit Maske trainieren können, ist auch jetzt schon wieder seit dieser Woche im Trainingsbetrieb, wird jetzt wieder rechtzeitig zurückkehren, dass er auch an dem Wochenende hoffentlich Einsatzminuten sammeln kann bei seinem Stammverein und kann dann nächste Woche die komplette Trainingswoche absolvieren. Da sind wir auch sehr froh darüber. Und zum Ende natürlich der Sturm. Im Sturm gibt es folgende Zusammensetzung. Wir werden hier mit Julian Hassler spielen, mit Kenny Kindle, der jetzt das zweite Mal dabei ist bei uns. Kenny, der in der ersten League of Football seine Aufgabe gut gelöst hat, natürlich sehr aufgeregt war und sehr nervös war. Aber ich denke, auch das ist so ein Beispiel von Mal zu Mal, dass die Nervosität in positive Energie umschlagen wird, der auch sehr viel trainiert hat in den letzten Wochen hier beim LFV. Denis Salanovic wird im Kader im Sturm dabei sein, der auch in derselben Situation ist wie Marcel Büchel, sehr, sehr viel gemacht hat, wirklich extrem konzentriert, engagiert und zielstrebig an seiner weiteren Entwicklung gearbeitet hat. Und freuen uns dann auch im Sturm, dass wir einen Rückkehrer haben mit Philipp Osbild, der auch für uns eine Belohnung darstellt. Denn wenn ich mal sehe, die Torquote, die er gemacht hat, jetzt auch wenn es nur dritte Liga gewesen ist, muss man einfach sagen, dass wir derzeit mit Julian und Philipp die beiden Top-Torjäger, die Liechtenstein zu bieten hat, im Kader hat. Unabhängig von der Liga hingehend sind das die auf dieser Position im Sturm spielen können und die einfach jetzt in der Hinrunde ihren Job erfüllt haben, die in der Offensive gespielt haben, die hier die Tore gemacht haben. Und deswegen werden wir in dieser Besetzung reingehen. Freuen uns auch hier, dass Philipp wieder zurückkehrt in das Team der Nationalmannschaft. Ja, besten Dank, Konrad. Dann darf ich euch einladen, falls ihr Fragen habt. Ja, ich habe gesehen, du hast in Bezug auf die Drittligaspieler persönlich beobachtet, ganz gegen Rogel. Das ist richtig.
Und da sehe ich, dass es das eine Quintessenz daraus aus den Leistungen von Philipp und von dem Kollmann. Ja, du hast es richtig angesprochen. Ich denke, es ist wichtig, dass du vor Ort bist und dir so ein Bild machst von den Spielern. Also es ist jetzt nicht so, dass wir uns auf Empfehlungen da was aus den Fingern saugen, sondern es ist schon so, dass wir eine Idee haben, dass wir natürlich mit den Vereinen auch sprechen müssen, dass wir da nach denen ihren Einschätzungen noch gehen müssen. Klar ist, dass nur die Liga-Zugehörigkeit aktuell kein Thema spielen kann bei uns, sondern im Endeffekt ist es so, dass wir gucken müssen, wer hilft uns auf den Positionen. Also wir haben ein klares Spielsystem, wir haben eine klare Idee, wie wir auftreten wollen, wer wo auf welcher Position das auch dann ausführen kann. Das ist für uns das Entscheidende. Ich meine, wir haben sicherlich nochmal die Möglichkeit, nochmal 2 oder 3 Innenverteidiger da mitzunehmen, auch in den Kader. Aber auf der Spielposition Stürmer braucht man Personal. Und dann ist es für uns einfach entscheidend, für uns in der sportlichen Leitung, dass wir überlegen müssen, wer hat das in seinen Verein jetzt auch nachgewiesen, dass er diese Position spielen kann. Und ich habe es, glaube ich, angesprochen mit Philipp Ospit und Julian Hassler, haben wir natürlich jetzt zwei Drittligaspieler vorne innen drin, die aber trotzdem jetzt auf der Position des Stürmers sowohl in ihren Vereinen das gut erledigt haben, aber beide Spieler, und das ist jetzt für mich auch nochmal heute wichtig zu betonen, das Angebot des LFV wahrgenommen haben. Also wir haben ja neben den Trainingseinheiten, die diese Spieler bei ihren Vereinen absolvieren können, auch vom LFV Zusatztrainings angeboten. Also das heißt Stützpunkt-Trainingseinheiten, LFV-Zusatztrainingseinheiten. Und da ist es dann einfach so, dass wir da die Spieler auch einladen, dann auch nochmal sehen wollen, wie performen die, inwieweit können die unsere Ideen umsetzen, wo stehen die momentan vom Taktischen her. Und deswegen muss ich wirklich sagen, hat das in dem Sinne Philipp und auch Nicola aufgrund der starken Leistung in der Hinrunde total verdient. Nehmen die das wahr, dieses Angebot, die Spieler, Zusatztraining und so weiter? Ja gut, ich kann es jetzt von meiner Seite her bestätigen, wie der aktuelle Ist-Zustand ist, wo ich sehr, sehr zufrieden bin mit dieser Trainingsbeteiligung. Ich glaube aber, dazu kann René den Vergleich ziehen zur Vergangenheit, zu jetzt, wo er so ein bisschen die Erfahrungswerte vielleicht nochmal besser ausführen kann. Ja, muss ich einfach unterstützen, dass das Angebot jetzt dann gegeben ist vom LFV. Es ist ein freiwilliges Angebot und es wird sehr gut von den Spielern genutzt und sie versuchen wirklich, Zusatztraining zu absolvieren. Das heißt, sie schauen, dass sie neben dem Studium, neben der Arbeit wirklich nochmal Fenster frei machen, um neben dem Training vom Verein noch diese Zusatztraining in Anspruch zu nehmen. Und das ist eine sehr gute Entwicklung. Konrad hat die Tür ja geöffnet für alle. Und das Entscheidende ist jetzt, nehmen wir uns die Spieler an. Bis jetzt wird das sehr, sehr gut angenommen. Ist grundsätzlich einmal in der Woche, am Mittwoch. Über den Winter werden wir aber versuchen, dieses Programm ein wenig zu erweitern, um den Spielern aus der Drittliga Möglichkeiten zu geben, sich über den Winter fit zu halten. Sportlich Feierabend jetzt sozusagen. Theoretisch wäre in der Drittliga Feierabend. Und das wollen wir jetzt mit unserem Angebot wirklich wieder ermöglichen, dass man über die Winterzeit auch trainieren kann. Ich meine, ich finde es fast einmalig, dass das sind natürlich Unterschiede, ob ich bin ein Innenverteidiger von FC Gams spiele, ohne den zu diskreditieren. Und jetzt natürlich so eine Aufgabe haben wie links, gegen Portugal oder gegen andere natürlich auch. Ich denke, das muss allen bewusst sein. Das ist uns wirklich bewusst, aber der Öffentlichkeit sollte das bewusst sein. Wenn ich jetzt dann schaue auf den Marktwert von Portugal, ich glaube, das ist knapp bei 1 Milliarde. Wenn ich unseren Vergleich und die Spieler dann nehme, muss ich immer wieder sagen, was unsere Spieler leisten in diesen Spielen, wie sie über sich hinauswachsen, wie sie alles reinhauen. Ich glaube, das ist alle Ehre wert. Außer Philipp Ospel ist kein anderer Milliardär, das stimmt. Das war jetzt aber keine Frage, oder? Das war eine Feststellung. Sind weitere Fragen? Zumindest sei. Wenn ich noch zusätzlich auf Abruf, weil das kann passieren, dass Trainer nach meinem Lasten Rückleiter gefällt und nicht zu spielen, vielleicht eine Zeit, ich weiß gar nicht. Fit ist nächste Woche schon. Und Fabio Luckel und der Aro Wassigl ist wieder um den CM, habe ich mitbekommen.
Genau, also bei Fabio Lucchinotara, wie gesagt, war für uns die Abwägungsgeschichte, ist ein sehr junger Spieler. Er wäre auch dabei gewesen bei uns. Es ist ein Spieler, den wir auch auf dem Weg in dem Projekt fördern wollen. Bei Fabio ist für uns so die Abwägungsgeschichte, er kann jetzt auf internationalem Niveau sichere Spielpraxis sammeln. Das heißt, wo er eben in Schweden dabei ist, wo wir direkt im Anschluss an das Spiel gegen Luxemburg, René und ich auch dann hinfahren werden. Wir werden nach Schweden fliegen, werden uns dann da das auch ansehen vor Ort. Wie machten dann das eben die Nächsten, die da auch in Frage kommen für uns? Und letztendlich, der Kreis der Abrufspieler hängt für uns so ein bisschen auch nach der Position ab. Also das heißt, wir haben auf jeder Position jetzt Spieler, die wir ins Auge fassen, die wir nehmen möchten, wie wir es das letzte Mal auch gemacht haben. Letztes Mal, wie gesagt, war das dann Marco Marxer, den wir geholt haben. Auch hier in den Bereichen ist es für uns wichtig zu gucken, zu sehen, welche Position ist Bedarf dann, und dann werden wir uns aus dem Pool derjenigen Spieler dann eben bedienen und die dazunehmen. Vielleicht eine Frage, weißt du, wie es mit der Vereinssuche läuft beim Dennis und beim Marcel? Also der Dennis ist dran, ist natürlich jetzt als vereinsloser Spieler, könnte er sofort wechseln, ist auch an einigen Angeboten am Abwägen, wartet jetzt aber noch zu eigentlich, für was er sich entscheidet, weil es sind mehrere Angebote da. Aber er möchte natürlich wirklich jetzt die richtige Entscheidung treffen, und jetzt knapp vor der Winterpause ist es eigentlich vernünftiger aus seiner Sicht und für uns alle, glaube ich, und auch für ihn, dass er jetzt noch wirklich zuwartet, diese 2-3 Wochen, um sich dann wirklich für den richtigen Verein zu entscheiden, der ihn jetzt dann sportlich auf den nächsten Level heben kann, wo er sich wirklich zeigen kann, wo er Umfeld hat, wo er wieder zu seiner alten Stärke zurückfinden kann. Also ich kann nur noch mal unterstützend sagen, er trainiert da wirklich mit vollem Eifer, ist jeden Tag da auf der Anlage, macht Zusatzprogramm, kümmert sich rundherum um seine Fitness, um seinen Zustand, um wirklich eine gute Leistung jetzt abzuliefern für die Nationalmannschaft. Für uns ist es genauso wenig nicht ideal, dass ein Spieler keinen Verein hat, das wissen wir, aber der Dennis ist ein wirklich wichtiger Spieler für die Nationalmannschaft im Moment. Er ist ein Führungsspieler in der Nationalmannschaft, zieht die jungen Spieler mit. Es sind vor allem viele unroutinierte Spieler dabei, die aus unteren Ligen kommen, und die können sie mit dem Dennis zusammen aufbauen, und er begleitet sie in den Spielen drin. Deswegen ist er für uns momentan wirklich ein ganz, ganz zentraler Spieler. Die Entscheidung wird spätestens dann im Winter fallen, wohin er gehen wird. Marcel, denke ich, machen wir uns von unserer Seite uns gar keine Sorgen. Ein gestandener Sechser in der Serie B über das letzte Jahrzehnt fast. Also der wird seinen Weg sicher finden im Winter und mit einem neuen Team einen Kontrakt unterschreiben. Also da sind wir zuversichtlich, dass das auch funktioniert in neuer Zukunft. Keine weiteren Fragen? Ja doch. Noah Frick ist kein Thema für irgendwelche Berücksichtigung oder Training oder so etwas. Ja, bei Noah Frick ist die Situation so, dass wir seinen privaten Hintergrund einfach bewerten momentan und auch in engen Austausch mit ihm stehen. Auch für Noah steht die Tür komplett offen hingehend. Wir stehen auch in engen Dialog. Aber auch hier benötigt es einfach ein bisschen Zeit und bedarf dann auch die eigene Bereitschaft von ihm zu sagen, ich möchte jetzt wieder investieren in den Fußball. Denn ich glaube, grundsätzlich ist das Thema Invest ein ganz großer Block, mit dem wir uns hier beschäftigen müssen. René hat es angesprochen. Wir haben jetzt eben genau die Situation, wie du angesprochen hast, dass viele Mannschaften eben jetzt schon in die Winterpause gehen. Und mit Ausnahme unseres einzigsten Profiklubs hier im Land, mit Liechtenstein, FC Vaduz, ist es für uns dann einfach so, dass wir jetzt wirklich ein Programm aufgelegt haben, das wir bei Gelegenheit auch mal vorstellen werden, zu überlegen, wie können wir eben die Nicht-Profis trotzdem so vorbereiten, dass wir nächstes Jahr, wenn es im März dann losgeht, mit den nächsten offiziellen Länderspielen, auch in einer guten Performance haben. Und das ist das Entscheidende. Und für diese Maßnahmen, für diese Trainingseinheiten, für diese Zusatztrainingsspiele steht die Tür dann wirklich auch jeden Spieler auf, der dann im erweiterten Kader steht, der A-Nationalmannschaft, aber auch denjenigen Spielern, die jetzt nicht dritte Liga spielen, sondern vielleicht auch bei einem anderen Verein, der später mit dem Training anfängt oder nicht die Trainingshäufigkeit hat. Also es ist ein ganz großer Strauß von Möglichkeiten, wo jeder sich dann das aussuchen kann. Und das betrifft auch bei Noah, dass auch Noah die Möglichkeit dann dazu hat, selbst zu zeigen, wie weit möchte ich investieren, was möchte ich nochmal tun für meine eigene Karriere. Und dann wird man den Weg von ihm einfach bewerten. Sehen
hier angesprochen, März, steht schon ein Rohprogramm fürs kommende Jahr. Das ist jetzt der Abschluss und im 24. im März gibt es dort fixe Länderspiele? Fixe Länderspiele gibt es noch nicht. Der Rohplan steht. Wir sind in Verhandlungen schon, das muss man frühzeitig machen. Im März ist eine Trainingswoche geplant. Im Juni sind wir an einem Turnier dran, wo wir teilnehmen können, aber es ist noch nichts fix. Also da sind wir intensiv an der Planung dran. Und die Week ist Nations League, beginnt dann die Nations League. Wenn ich dort bin, im Februar. Februar. Könnte eventuell Testgegner sein für die Europameisterschaft in Deutschland oder ein ausländisches Team? Kann natürlich vorkommen, wenn wir Anfrage haben. War in den letzten Jahren auch so, dass wir praktisch immer wieder Anfrage gehabt haben. Wir von der sportlichen Leitung müssen überlegen, im Herbst ist die Nations League, wo wir liefern möchten. Und das heißt, die Gegner sollten vielleicht angepasst sein dem Niveau oder der Stärke, die dann auf uns zukommt in der Nations League. Das ist so ein bisschen der Grundgedanke. Wenn aber ein interessantes Angebot kommen sollte, knapp vor der Europameisterschaft, ist natürlich immer interessant und attraktiv für uns, sowas anzunehmen. Du sei ja 20 Jahre Zeit jetzt noch gespielt, kann jetzt auch nicht. Also es ist schwierig, deinen Gegner zu finden. Nein, es ist überhaupt nicht schwierig. Durch das, dass wir in der A-Nationalmannschaft im Umbruch sind und diesen Kader erweitert haben, praktisch mit den jungen Spielern, die hineinschnuppern sollen in die A-Nationalmannschaft, steht das natürlich im Vordergrund momentan. Das Ziel für die kommende Saison ist natürlich auch wieder, Spieler für die U23 zu fixieren, um allen Spielern internationales Niveau zu ermöglichen. Also auch die, die nicht unmittelbar dann bei der A-Nationalmannschaft dabei sind, Spielpraxis auf einem guten Niveau bieten zu können. Aber das Problem dort ist immer wieder, es geht nur in der Vico Football meistens. Weil die anderen Länder kriegen ihre Spieler nicht frei in dem Alter. Das heißt, es sind die meisten Profis, das heißt, die haben dort Spielbetrieb außerhalb dieser Vico Football. Und wenn sich jetzt überschneidet, Vico Football, A-Nationalmannschaft mit U23, müssen wir immer ganz genau schauen, dass wir auch eine schlagkräftige Mannschaft in U23 auf die Beine stellen können. Wie sieht es zukünftig mit der U21 aus? Das ist ganz klar das Ziel, das haben wir damals auch so kommuniziert, dass wir wieder eine U21 in einen Pflichtbewerb bekommen. Und es hängt jetzt ganz klar davon ab, wie entwickelt sich unsere A-Nationalmannschaft. Schaffen wir das jetzt im nächsten Jahr, einen Stamm heranzuzüchten wieder, der praktisch sagt, okay, wir haben die Basis für die A-Nationalmannschaft und können die jungen Spieler, die nachrücken, da kommen unten ja auch noch ein paar Spieler, wieder freigeben für die U21. Nicht, dass wir dann jedes Mal diskutieren müssen, A-Nationalmannschaft, ist er dort dabei oder spielt er in der U21. Weil ganz wichtig ist für uns, dass wir die U21-Spieler fordern. Ihr wisst selber, wie das schwer war oft in der Vergangenheit. Und die Grenze zwischen fordern, fördern und überfordern, das ist ganz ein dünner, schmaler Grat. Und wir wollen es auf keinen Fall überfordern. Deswegen haben wir auch die U19 jetzt wieder angemeldet, damit die Spieler so viel Spielpraxis wie möglich bekommen auf internationalem Niveau. Und da muss ich nochmal in Konrad seinen Grundgedanken hervorheben und sagen, er lebt es voll mit. Weil es gibt nicht viele Nationaltrainer, die sagen, dann der Luca Notaro wäre eigentlich Nationalspieler, wäre schon im Kader dabei. Und der Konrad sieht die Sinnhaftigkeit, dass er 3 Spiele in Schweden macht. Und das zeigt, dass wir einen klaren Weg, einen klaren Plan haben für die Spiele in Zukunft. Jetzt noch so 4 Verletzte aufgeschrieben, Manuel Nikus, Nikolaus Hasler, Fabio Wolfinger und Ola Frohlt. Kann man ja fröhlich hoffen, dass die recht so sind. Wir hoffen natürlich, dass die Spieler die Verletzungsphase dann bald abschließen. Ich denke, bei Fabio ist es eine sehr enge Geschichte gewesen. Also wie gesagt, da muss ich aber auch sagen, der möchte jetzt nicht irgendwo in was reinrennen und ihn dann jetzt nicht richtig vorbereitet hingehen, aus der Verletzung da hier irgendwie verbrennen. Also ich denke, dafür ist die Aufgabe auch in Balzers zu wichtig aktuell. Denn es ist unser aller Bestreben, dass Balzers diese Liga hält heuer. Also das ist für uns ein Riesenwunsch, dass wir da diese Liga halten heuer. Bei den anderen von dir genannten Spielern mit Pferd, Nikolas als zentraler Profi hier innen drin auch und Noah, versuchen wir auch, gerade was Pferd anbelangt, der hier vor Ort ist, alles dafür zu tun, um ihnen auch bei diesem Prozess der Reintegrierung in den Betrieb eine Unterstützung zu bieten. Und du sprichst es richtig an. Also wir haben noch den einen oder anderen Spieler, der für uns dann in Frage kommt und der für uns auch wichtig sein wird. Also ich betone auch nochmal Nikolas. Ich möchte aber auch zu bedenken geben, dass genauso wie Spieler wieder hoffentlich dazukommen, Spieler aber auch wieder wegfallen können durch Verletzungen oder hier in dem Land halt auch berufliche Dinge, wie wir es jetzt ja auch erlebt haben. Und deswegen ist es für uns eben umso wichtiger,
dass wir diese Leistungsdichte, diese Anzahl an Spielern jetzt eben auf ein anderes Fundament heben, dass wir auf allen Positionen Optionen haben, dass wir auf allen Positionen eben Varianten haben und Möglichkeiten haben, was zu realisieren. Und deswegen machen wir eben hier auch alle möglichen Anstrengungen, um das Feld der Kaderspieler A-Nationalmannschaft immer breiter zu stellen. Vielleicht noch eine Frage, sind Spieler geldgefährdet? In Portugal spielt das ja jedenfalls gegen Luxemburg gesperrt. Ja, wir haben Spieler drin, die gelb gefährdet sind bei uns und sind für den Fall auch vorbereitet, dass wir eben wirklich auch dann reagieren können, wenn was ausfallen würde. Ich sage aber trotzdem nochmal, diese Gedankenspiele gehe ich gar nicht mit, sondern es sind jetzt zwei Spiele, die nacheinander folgen und ich möchte auch nicht, dass der eine Spieler jetzt irgendwie mit Kopf und Auge spielt und sagt, das muss ich vorsichtig tun, dass ich dann gegen Luxemburg vielleicht nicht spielen kann. Für mich sind es zwei gleichrangige Spiele. Ich möchte nochmal sagen, jetzt kommt die erste Aufgabe gegen Portugal, wo ich sagen kann, wir werden auch gegen Portugal unsere Idee vom Fußball versuchen umzusetzen. Ich denke, je besser und je mehr wir an Erfahrungen sammeln gegen solche Mannschaften mit unserer Art und Fußball zu spielen, umso leichter bin ich der Meinung, kommen wir dann auch in Situationen, die erfolgreich sein können in der Nations League. Deswegen möchte ich auch nicht irgendwie jetzt auf den Gegner besonders reagieren und zu sagen, ich spiele mit zwei Torhütern und ich mache das Tor mit einer Sichtschutzplane zu. Das ist ein Quatsch. Sondern wir müssen für uns einfach schauen, dass wir die Idee, die Vorstellung von Fußball durchbringen, egal gegen welchen Gegner. Und das werden wir genauso spielen gegen Portugal wie auch gegen Luxemburg. Wir brauchen eine klare Identität dessen, was wir hier veranstalten wollen in Liechtenstein. Wir brauchen klare Handlungsempfehlungen. Wir brauchen für jeden Spieler klare Abläufe, was wir auf dem Platz machen wollen und was nicht. Und wenn wir es gegen solche Mannschaften eben auf die Wiese bekommen, jetzt wie gegen Portugal, und da Elemente von dem Spiel für uns so gestalten können, bin ich fest davon überzeugt, wird das unserem gesamten Prozess, wo wir uns beschäftigen in Liechtenstein, und der ist 24 nicht beendet, sondern nochmal, das ist ein langer Weg, den wir hier gehen müssen, wird dann irgendwann vom Erfolg gekrönt sein, weil die Spieler sich einfach sicherer tun und gewisse Automatismen in sich drin haben. Und deswegen bin ich kein Freund, der sagt, ich richte mich jetzt nach einem Gegner und ich passe jetzt alles an, sondern wir haben einen Weg, den wollen wir gemeinsam bestreiten, den trainieren wir auch. Der läuft mal flüssiger und läuft natürlich auch mal schwieriger, je nachdem, wie der Gegner auch uns die Möglichkeiten dazu gibt. Denn ich sage auch gegen Portugal, wir dürfen nicht in das Spiel reingehen und dürfen sagen, 90 Minuten lang nur den Ball wegschlagen. Das wird unangenehm, sondern wir müssen auch Phasen kriegen, wo wir dabei sind. Und das Gleiche gilt gegen Luxemburg. Es ist ein gleichrangiges Spiel für mich. Wir müssen auch gegen Luxemburg sehen, dass wir hier auf eine absolute Top-Mannschaft treffen, die gespickt ist mit Bundesliga-Legionären, die lange Zeit um eine realistische Chance der Qualifikation für die Europameisterschaft gekämpft haben, eigentlich nur einen Aussetzer hatten gegen Portugal, da haben sie 9 erwischt, was immer möglich ist, 9 Stück mit einer Mannschaft Luxemburg, die wirklich gespickt ist von internationaler Klasse, mittlerweile Luxemburg, die ihre Akademiespieler ins Ausland verleihen und dann die zurückholen für die Nationalmannschaft, das zeigt, was im Fußball alles möglich ist. Und deswegen möchte ich trotzdem nochmal sagen, wir werden den Weg der kleinen Schritte gehen hier im Land und die beinhaltet eben auch eine klare Philosophie und einen klaren Ausbildungsplan. Vielleicht, Röni, bekam man locker, dass der eine oder andere eben zwar jetzt da Lust hat, Nazi-Spieler, aber sonst spielt man als Dritte oder Zweitliga, dass er vielleicht eben doch mehr Bereitschaft sagt und sich auch als Das ist noch gut, dass du das jetzt ansprichst, so. Da kann ich klar darauf antworten. Das Angebot, das wir jetzt liefern für diese Spieler, die vielleicht jetzt mit der Saison schon vorbei sind und erst im Februar, März wieder beginnen, ist ein Angebot basierend auf Freiwilligkeit. Das heißt, wir als Verband, und das ist unsere Verpflichtung, bieten Möglichkeiten, den Spielern anzutrainieren. Für ihre Karriere, worauf einen Schritt sie als nächstes setzen wollen, das sind nicht wir zuständig. Das heißt, das ist die Entscheidung vom Spieler selbst. Wie möchte er sich weiterentwickeln? Möchte er einen nächsten Schritt machen? Aber da ist wirklich der Spieler allein verantwortlich. Und da werden wir auf keinen Fall als Verband eingreifen. Das ist ganz wichtig, nochmal zu erwähnen in dem Zusammenhang. Das ist vor allem auch eine Aufgabe der Vereine, wenn ich hier sehe, dass Beizers zurzeit einen einzigen Nationalspieler hier drin hat, da kann man ja etwas in den Kopf schütteln, oder? Das ist ja, die haben ja die Möglichkeit, den
Spielern, die Talent haben und so weiter, entsprechende Angebote zu machen. Und das machen sie auch von bei ihrer Vereinsentwicklung oder mit ihrer Gestaltung nicht. So. Sie setzen ja mehr oder weniger auf auswärtige Spieler. So wie wir das jetzt dann für die Spieler, wie ich das dargelegt habe, dass das Entscheidung ist von den Spielern, wie weit möchte ich gehen, wohin möchte ich gehen, möchte ich mich sportlich mehr fordern, ist es auch die Verantwortung der Vereine, über diese Fragen nachzudenken. Wir als Verband sagen natürlich und schätzen uns glücklich, wenn junge, talentierte Spieler, gestandene Amateurnationalspieler in der höchsten Liga im Land spielen können. Das ist ganz klar. Aber im Grunde entscheidet jeder Verein selbst, welchen Weg er gehen möchte. Also auch dort greifen wir nicht ein. Solange sie das nicht weitergeben an die Spieler, ist es schon ein Anreiz für den Verein. Aber das ist ja das sie waren sie ja nicht mit Spieler. Ja, wir waren sie Buchhofverband. Ja gut, ich möchte an der Stelle auch mal eine Lanze bringen. Jetzt für Balzers möchte ich auch nochmal sagen. Balzers, glaube ich, hat in der Hinrunde jetzt natürlich auch ein bisschen das Pech gehabt von den Verletzungen her. Also wir haben wirklich nochmal mit Marco, mit Fabio, jetzt mit Manuel Mikus drei SpielerInnen drin, die natürlich auch bei uns im Rennen sind für die A-Nationalmannschaft im Gehen. Aber die haben wirklich. Jetzt auch mit Sandro, muss man auch sagen, der natürlich auch jetzt keine Hinrunde so spielen konnte, wie wenn er jetzt wirklich verletzungsfrei die ganze Zeit gewesen ist, hat Balzers natürlich auch ein bisschen das Pech gehabt durch die Verletzungen hingehend. Grundsätzlich ist es aber wirklich so, wie René auch sagt, wir sind nicht die Manager in den Vereinen, wir sind nicht die sportlichen Leiter und wir sind auch nicht die Verwaltungsräte in den Vereinen. Wir vom LFV, wir können nur Angebote schaffen. Und die Angebote, zum Beispiel auch der Stützpunkttrainingseinheiten, die Angebote der zusätzlichen Förderungen, die Angebote der Leistungsdiagnostik, die wir auch mit den A-Nationalspielern machen und den Spielern des erweiterten Kaders, wo wir Ableitungen treffen können, auch fürs Training, steht allen Vereinen zur Verfügung. Also das heißt, wir vom LFV sind Dienstleister. Und ich glaube insbesondere, wenn wir zusätzlich nochmal Trainingseinheiten hier auch anbieten, dann ist das für die Qualität im gesamten Land für alle von Nutzen. Weil letzten Endes, wenn du viel trainierst und wenn du gut trainierst, wird die Qualität auch anwachsen. Und das ist so die Idee, die dahinter steckt. Ja, es hat einfach nur Zeiten gegeben, da waren hier 9 vom OSV und 6 vom FC Balzers, der Rest kommt von Vaduz und 2 waren im Ausland oder so. Okay, dann danke für euer Interesse und wir freuen uns auf die kommende Woche. Danke. Nationalspieler Roder. Sie auf Bank oder ist Zweige, aber mit der Sie